Wir überqueren heute eine EU-Außengrenze und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir stehen hier vor den Toren Gibraltars, dem Überseegebiet Großbritanniens, hier ganz im Süden von Spanien, und das gehen wir uns heute anschauen. Los geht's! Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan in Südspanien unterwegs. Letzte Woche haben wir die wunderschöne Küstenregion zwischen Cadiz und Tarifa erkundet. Vom südlichsten Punkt Festland Europas hinüber auf den afrikanischen Kontinent geschaut und zum Abschluss Vanlife extrem in Tarifa erlebt. Im heutigen Video versuchen wir, dem Sturm in Gibraltar zu trotzen, machen tierische Bekanntschaften, haben eine Erleuchtung, genießen britisches Essen und vieles mehr. Los geht's! Unseren Van haben wir übrigens hier kurz vor der Grenze im Hafen geparkt. Hier gibt es einen riesengroßen Wohnmobilstellplatz. Den zeigen wir euch später, aber jetzt erstmal los! Ja, ich hoffe, ihr könnt uns bei diesem Wind überhaupt verstehen, der hier gerade weht. Wir haben nicht so richtig Glück mit dem Wetter. Wir haben jetzt schon ein paar Tage ausgeharrt in der Hoffnung, dass es besser wird. Wird es aber nicht und ab morgen wird es schlimmer. Ja. Deswegen, heute geht's los. Ja. Aber wir können uns nicht wirklich beschweren. Dafür, dass Winter ist, haben wir schon sehr viele Sonnenstunden gehabt in den letzten Wochen. Das stimmt. Wenn man in die Richtung guckt, sieht sehr gut aus, aber da über Gibraltar, über dem Felsen, hat sich irgendwie eine Wolke festgehangen. Und zack, da sind wir auch schon. Die Einreise hat sehr entspannt funktioniert. Kurze Blicke auf die Reisepässe und das war's. Dann sind wir jetzt ganz fix mit dem Bus hier zur Seilbahn gefahren, um uns ja eine Dreiviertelstunde Fußweg zu sparen. Denn ja, wir wollen als allererstes hier hoch auf den Affenfelsen. Der Weg mit dem Bus und auch zu Fuß führt über die Rollbahn eines internationalen Flughafens. Das ist der einzige Weg, um nach Gibraltar zu kommen. Wenn dann ein Flugzeug startet oder landet, wird die Bahn gesperrt und dann muss man vor einer Schranke warten. Aber ja, bei uns war alles frei, wir konnten einfach direkt drüber. Ich hoffe, wir werden das auf dem Rückweg nochmal filmen, wenn wir dann zu Fuß da vorbeilaufen. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja.
Wer nur das Ticket für die Seilbahn gebucht hat, für den ist hier jetzt Schluss. Wer den Rest des Naturparks sich anschauen will, der braucht ein weiteres Ticket. Wir haben unten direkt das Kombi-Ticket gelöst für 32 Pfund. Also nicht ganz günstig, aber man ist nur einmal hier, also pro Person. Und hier gibt es im Naturpark noch ein paar andere so Attraktionen, Höhlen, Hängebrücken, Tunnel, die man sich anschauen kann. Das machen wir jetzt. Man muss ja auf jeden Fall immer wachsam sein, weil die Affen, die können hier echt einfach so mal eben um die Ecke kommen und die springen auch gerne auf einen drauf, um an die Rucksäcke zu kommen. Ja, haben wir gerade schon beobachtet. Die sind echt sneaky. Jo. Tina, traust du dich? Nee. Nein? Nein. Okay, dann gehe ich alleine. Ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen. Ja. Ja. Also, huch. Also man muss hier nicht hochlaufen. Wir sind hier an der O'Hara's Battery. Die ist tatsächlich geschlossen. Deswegen kommen wir da jetzt nicht rein. Wir hatten gehofft, dass es trotzdem einen ganz netten Ausblick von hier gibt. Aber nee, hätten wir uns sparen können. Jo. In Gibraltar gibt es ganz, ganz viele Höhlen und Tunnel. Die meisten davon sind menschengemacht. Insgesamt 55 Kilometer habe ich gelesen irgendwo. Mhm. Die sind hauptsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg und auch aus den Kriegen aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Aber es gibt vor allem auch eine sehr, sehr große natürliche Höhle. Und die gehen wir uns jetzt anschauen, die St. Michael's Cave. Mhm. Oh mein Gott, war das cool. War das auch so gut wie ich? Ja, mega cool. Ja, also da ist so eine riesige Lichtinstallation, wenn man so will, mit Sound auch. Und wow, also dieses große Auditorium vor allem. Ich glaube, da finden auch irgendwelche Konzerte, Aufführungen irgendeiner Weise statt. Ja. Richtig cool, also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Thank you.
Man könnte denken, dass wir diese Aufnahmen hier mit einer Drohne gemacht haben, aber nein, denn die sind in ganz Gibraltar allein schon wegen der Nähe zum Flughafen streng verboten. Wir hatten stattdessen aber unsere 360-Grad-Kamera dabei und damit ein kurzes Hallo aus unserem Camper. Die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt und auch die vorhin aus der Gondel, haben wir mit einer Insta360 X3 gefilmt. Die hatten wir vorne an einem langen Selfie-Stick dran und sie damit dann ja ein Stück von uns weggehalten und eben auch durch das Fenster der Gondel. Und da die 360-Grad-Kameras von Insta360 den Selfie-Stick unsichtbar machen können, konnten wir damit diese coolen, teilweise drohnenähnlichen Aufnahmen filmen. Wer ohne Hilfe von anderen Aufnahmen von sich selbst machen will, für den sind solche Kameras also absolut perfekt geeignet. Aber nicht nur dafür lieben wir die X3. Da es eine 360-Grad-Kamera ist, filmt sie alles, was um sie herum passiert, gleichzeitig. Und man kann dann im Nachgang entscheiden, welchen Bildausschnitt man sich davon angucken will. Hier ein Beispiel vom Fahrradfahren, wo ich die Kamera vorne am Lenker festgemacht hatte. Wenn ihr mehr über diese Kameras erfahren wollt, dann schaut mal bei Insta360 auf der Webseite vorbei oder schaut euch auch gerne das komplette Video an, das wir vor einer Weile über die X3 gemacht haben. Und wenn ihr danach sagt, so eine Kamera, die will ich auch, dann klickt auf unseren exklusiven Link unten in der Videobeschreibung, denn darüber gibt es zu jeder Bestellung im Insta360 Shop noch ein gratis Geschenk oben drauf. Was das ist, hängt vom jeweils gewählten Paket ab. Schaut es euch mal an. Wir können die Kameras von Insta360 in jedem Fall wirklich uneingeschränkt empfehlen und wir filmen zum Beispiel auch all unsere Fahraufnahmen mit einer Kamera von Insta360, die dann mit der One AS, auch darüber haben wir schon mal ein eigenständiges Video gemacht, das wir euch hier oben irgendwo verlinken. Und jetzt zurück nach Gibraltar, denn es gibt noch einiges zu sehen. Jetzt mussten wir uns hier doch tatsächlich ein bisschen beeilen, weil wir schon zumachen wollten, um 17.45 Uhr. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder jetzt nur in der Off-Season im Winter. Das bedeutet aber leider auch, weil das für alle Attraktionen in Anführungsstrichen hier gilt, dass wir das Moorish Castle da unten jetzt gleich nicht mehr uns anschauen werden können. Vielleicht noch ein bisschen von außen. Aber wie auch immer, wir sind auch eh ein bisschen platt. Wir sind doch relativ viel hoch und runter gelaufen, mehr als ich gedacht hätte. Mhm. Also wenn man alles sehen will, dann läuft man automatisch ein bisschen auf und ab. Ja. Deswegen, ja, ich denke, wir werden uns jetzt was zu essen suchen, nutzen, dass wir hier in der Zivilisation mal sind. Mhm. Und wir melden uns später, morgen. Ich weiß nicht. Mal schauen. We'll be right back.
schauen wir uns kurz gemeinsam den Stellplatz an. Wer mit einem Camper unterwegs ist, für den gibt es wohl kaum einen besseren Ausgangspunkt für eine Erkundungstour Gibraltars als den Hafen von La Linea de la Concepción. Nur ein paar hundert Meter von der Grenze entfernt gibt es hier rund 200 Stellplätze für Wohnmobile aller Größen. 24 Stunden kosten 14 Euro bzw. 17 Euro, wenn euer Fahrzeug länger als 7,5 Meter lang ist. Die Bezahlung erfolgt an einem Parkautomaten. Fähr- und Entsorgung und öffentliche Toiletten sind vorhanden und im Preis inkludiert. Strom gibt es jedoch nicht. Ein wenig autark sollte man also bestenfalls sein. Dafür hat man vom Stellplatz aus eine tolle Aussicht auf den Hafen und natürlich auf den Felsen von Gibraltar. Zumindest bei gutem Wetter. Wir haben uns sagen lassen, dass es hier im Sommer durchaus extrem voll werden kann. Das können wir uns gut vorstellen, denn selbst jetzt im Winter und bei schlechtem Wetter waren hier gut 100 Mobile geparkt. Nach einer etwas stürmischen Nacht sind wir am nächsten Tag mit unserem Camper nach Gibraltar eingereist. Denn wir wollten uns noch den südlichsten Zipfel Gibraltars anschauen und so mussten wir nicht nochmal laufen. Die Einreise hat sehr entspannt geklappt, jedoch muss man je nach Tageszeit und Wochentag mit ein bisschen Wartezeit rechnen, da recht viele Menschen zwischen Spanien und Gibraltar hin und her pendeln. Die Hauptstraßen sind breit genug für Busse und Wohnmobile und Parkplätze standen zumindest jetzt in der Winterzeit ausreichend zur Verfügung. Hallo. Hi. Thank you. Thank you. Wir sind jetzt am Europa Point, am südlichsten Zipfel Gibraltars, mit unserem Van. Die Einreise hat sehr entspannt funktioniert. Jetzt fängt es leider gerade wieder an zu nieseln, aber was will man machen? Hier gibt es einen Leuchtturm, hier gibt es eine Moschee, hier gibt es ein paar andere Kleinigkeiten. Die gehen wir uns jetzt mal angucken. Yep. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber hier ist es sehr stürmisch. Also wir können uns kaum auf den Beinen halten. Heute kann man Marokko in jedem Fall nicht sehen. Nee. Gut, dass wir unser Auto vorher nicht gewaschen haben, der hat ganz schön viel Salz abbekommen. Jo. Wir nutzen jetzt noch die Gelegenheit, uns die botanischen Gärten hier anzuschauen. Los geht's! Thank you.
nicht die allerschönste Stadt, die ich je gesehen habe. Das Wetter spielt natürlich auch eine Rolle bei dieser Empfindung, aber es ist schon alles ein bisschen schmuddelig hier. Und das kann man so ein bisschen auch als unser Fazit zu Gibraltar stehen lassen. Wir finden, ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle, gar keine Frage. Vor allem aufgrund des berühmten Felsens und des Naturparks mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Aber die Stadt am Fuße des Felsens hat uns nicht wirklich begeistert. Industrie, Gewerbe und Baustellen prägen das Stadtbild und alles wirkte irgendwie etwas schmuddelig auf uns. Das schlechte Wetter hat leider auch nicht zur Besserung beigetragen. Eigentlich hatten wir geplant, von Gibraltar aus noch eine Bootstour zu machen, denn in der Meerenge vor Gibraltar kann man das ganze Jahr über wohl sehr gut Delfine beobachten. Aber dieser Plan ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen, denn der Wetterbericht hat für die nächsten Tage fast durchgängig Regen und starken Wind vorhergesagt. Und so kommt dieser Plan auf die Liste von Dingen, die wir gerne bei einem nächsten Mal machen wollen. Dann haben wir vielleicht auch das Glück, Gibraltar mal bei Sonnenschein zu erleben. Das macht sicher noch etwas mehr Spaß. Hallo. Affen sind doof. Affen sind doof, warum? Doof, weil die mir Angst machen. Ich beschütze dich. Versuch's. Bin ich auf Instagram? Cool. Na, ich bin zu dir. Schön. Stinkt ein bisschen. Warum? Hast du gebupst? Nein. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein.